Zwei Männer gestern haben mich auf die Palme gebracht. Gestern hatten wir Single Dating Party in München und der Ablauf ist eigentlich ganz unproblematisch. Die Gäste bekommen Lanyards, bekommen dann ein Getränkebon, um an der Bahn auszutauschen und Getränk zu holen. Und dann mache ich meine Vorstellung. Ich erzähle, was wir machen, was wir tun. Dann fangen wir mit meinem Programm an und warten, bis die Gäste kommen, die sich ein bisschen verspätet haben. Zwei Herren waren bei der Anmeldung dabei, das heißt, sie haben die Lanyards bekommen. Und dann war Chaos mit der Vorstellung, weil da laufen alle Menschen hin und her. Und wenn wir mit meinem Programm angefangen haben, dann sehe ich die beiden nicht. Das heißt, die waren irgendwo bei der Anmeldung dabei, haben sich die Menschen angeschaut und verschwunden, uns verlassen, ohne zum einen mir ein Wort zu sagen, zum zweiten mit keiner der Frau Wort gewechselt. Was bedeutet das aus meiner Sicht? Zum einen, wie kann man nur von der Äußerlichkeit entscheiden, ob das die passende Persönlichkeit oder nicht. Zum Zweiten, wir waren mehr als 50 Menschen da. Das heißt, irgendwo an der Ecke haben sich ein paar Schönheiten versteckt. Zum Dritten, manche Damen kommen etwas später. Also bei uns waren 4 oder 5 Damen, die mit 2, sogar 3 Stunden Verspätung kamen. In dem Moment, wo der Mann eine Single-Veranstaltung verlässt, ohne irgendwas mit uns zusammen machen zu können. Zum einen, er zeigt sich wie ein arroganter Mann, was schlecht ist. Zum Zweiten, er verliert seine Chancen. Er hat mit keiner Frau geredet. Er hat wirklich alles verpasst. Und Single-Veranstaltung, es ist nicht nur die Menschen kennenzulernen, sondern die ganze Erfahrung, die wir gemeinsam als Gruppe gemacht haben. Und zum Dritten, das ist absoluter Disrespekt. Mir gegenüber und den Frauen gegenüber. Weil die Frauen fühlen sich in diesem Moment wirklich, ja, ich würde sagen, beschissen. Weil das heißt, ja, okay, wir haben uns hübsch gemacht, wir haben versucht, wir sind da, wir sind bereit, mit allen Menschen zu kommunizieren. Und zwei Herren haben sich so benommen, dass sie zeigen oder dass die Frauen vermuten können, dass die Männer keinen Respekt zu den Frauen haben. Also meine Empfehlung ist, wenn sie denken, sie sind wählerisch, dann kommen Sie zu meinen Veranstaltungen bitte nicht. Also bitte nicht. Ich brauche diesen Ärger nicht. Ein paar Männer, darauf kann ich verzichten. Also das wird meine Welt nicht ändern. Manche können sagen, ja, Xene, die haben für die Veranstaltung bezahlt. Ja, haben die. Aber diese negative Information, die ich anderen Frauen vermitteln sollte, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich dieses Geld nicht. Also, Respekt zu den Frauen zu zeigen, das ist auch ein Teil davon, wenn sie zu einer Veranstaltung sich angemeldet haben, dann bleiben sie vom Anfang bis zum Ende. Und wenn sie früher verlassen, dann sagen sie mindestens mir Bescheid. So ist es. Ich bin Xenia Droben, ich bin internationale Partnervermittlerin. Ich mache ziemlich ständig meine Veranstaltungen und nächstes Mal treffen wir uns am 20. Juli in Köln. Ich hoffe, Sie können dabei zu sein und Sie werden sich gut benehmen. Darauf hoffe ich. Bis dann!